ready for the night in. She's heading for the light, but she sees the vision going. Copping line after line. See how she looks like trouble. See how she dances and she sips a Coca-Cola. She can't tell the difference, eh? That's what you're coming for, but they don't wanna let you in it. You drop your bag to the floor and you're asking what's happening. It's getting late now, hey now, enough of the arguments. But she sips the Coca-Cola, she can't tell the difference yet. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in it. You drop your bag to the floor and you're asking what's happening. It's getting late now, hey now, enough of the arguments. She sips the Coca-Cola, she can't tell the difference yet. 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 That's what you're coming for, but they don't wanna let you in. You drop your bag to the floor and you're asking what's happening. It's getting late now, hey now, enough of the arguments. But she sips the Coca-Cola, she can't tell the difference yet. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in. You drop your bag to the floor and you're asking what's happening. It's getting late now, hey now, enough of the arguments. She sips the Coca-Cola, she can't tell the difference yet.
We'll be right back.
Thank you.
Jeder Mensch sollte dem anderen helfen. Nur so verbessern wir die Welt. Wir sollten am Glück des anderen teilhaben und nicht einander verabscheuen. Hass und Verachtung bringen uns niemals näher. Auf dieser Welt ist Platz genug für jeden und Mutter Erde ist reich genug, um jeden von uns satt zu machen. Das Leben kann ja so erfreulich und wunderbar sein. Wir müssen es nur wieder zu leben lernen. Die Habgier hat das Gute im Menschen verschüttet. Und Missgunst hat die Seelen vergiftet und uns im Paradeschritt zu Verderb und Blutschuld geführt. Wir haben die Geschwindigkeit entwickelt, aber innerlich sind wir stehen geblieben. Wir lassen Maschinen für uns arbeiten und sie denken auch für uns. Die Klugheit hat uns hochmütig werden lassen und unser Wissen kalt und hart. Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig. Aber zuerst kommt die Menschlichkeit und dann erst die Maschinen. Vor Klugheit und Wissen kommt Toleranz und Güte. Ohne Menschlichkeit und Nächstenliebe ist unser Dasein nicht lebenswert.